Das Frühstück, naja, die Auswahl ist nicht groß, aber der Café Latte sieht eigentlich ganz schmackhaft aus. Ja, ein bisschen französisches Brot. Sieht eher aus wie so italienisches, aber naja, gut. Schmecken lassen. Fensterhund. Ja, da hat die Frau gesagt. Ich habe noch gar nicht gefragt. Croissant? Are you going to finish that croissant? Gott ist in der Tat groß. Wir laufen jetzt in den großen Park rein. Da ist nämlich ein Gratis-Zoo. Den lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Bon anniversaire! In dem Supermarkt stinkt es übrigens unfassbar. Also wirklich, das ist ein Geruch. Das ist sehr, sehr unangenehm. Alter, der Taschenkrebs, lebt der noch? Ja. Oh Gott, ich pass lieber auf. Ja, alles wird gut. Junge, das ist der Eingang zum Stadtpark, der wirklich sehr gigantisch ist. Und hier werden wir jetzt gleich schmökern. Und irgendwo hier ist der Gratis-Zoo. Geiles Wetter übrigens. Hier sieht man eine der größten Stopfleberproduktionsstätten ganz Frankreichs. Was ist denn Ihr Statement zu einem krankhaft verfetteten Organ? Bruder, nur eine Minute, das ist Henry! Die ersten Tiere wurden gesichtet. Kampf der Parkeisenbahn, du Sau! Schnapp, mach das Krokodil, schnapp! Uga, Uga. Das ist keine artgerechte Haltung. So, ich werde das dir richtig abnehmen, John. Alter! Oh, tut das so weh, oder was? Ey, fick dich! Ja, wenn du schon so ein kleiner Mann bist, musst du aber ein bisschen klarkommen. Ach, geil. Die Affen dich auspeitschen. Grüße gehen raus, es ist dir deinen Onkel. Bitte nicht an die Scheibe kotzen. Ich hasse Tiere. Ben & Jerry's Eis am Stiel, das ist wirklich das wahre Leben. Mmh. Oh, Alter. Oh. Geil. Herr Gastgeber, bitte ein Statement zu diesem massiven Slushy. Ja, ich dachte sogar Hube da hinten. Ich muss das verfestigen. Ich hoffe, die hat ihren Pfotz reingemischt. Wir haben jetzt dieses Elektroboot gemietet und fahren damit auf den See. Ui, Mann, das ja. Max, wir haben noch alle Führerscheine, ne? Auf jeden Fall. Wer will denn als erstes fahren? Willst du fahren? Ja, gern. Jawohl. Frag ihn mal, was wir machen sollen, wenn wir ankommen. August, frag mal mit dem. Also die Geschwindigkeit ist bei Vollgas sehr überschaubar. Noch merkt man nichts, aber nicht doch, wir bewegen uns zum Uferbeck. Dimi, dieser Anblick. Ich bin das Schiff, du bist das Schiff, ich der Kapitän. Wohin soll denn die Reise gehen? Kannst du bitte schon mal ein paar Nagetiere holen? Ein Stacheldraht!
Du liebst dich denn nicht, lieb dich nicht. Ich tue weh, tut mir nicht leid, das tut mir gut, hör auf, wie es schreit, ich tue weh. Hallo, Matthias. Wir haben einen Boot geklaut. Ja, ist einfach nur schön. Lange nicht gesehen. Das ist der Analrattenmensch. Wir sind hier nicht die einzigen dieser Spezies. Junge, das ist wirklich eine fette, räudige Ratte. Alter. Alter, das hier an sich. Wir sind jetzt in den Halles de Lyon, also den Hallen der Stadt Lyon, wie auch immer. Das ist so ein Feinschmeckermarkt. Und hier gibt es sehr, sehr geile Fischrestaurants. Und hier werden wir uns gleich eine miese Fischvergiftung reinziehen. Aber sieht auf jeden Fall geil aus. Junge, das ist genau die Scheiße, auf die ich Bock hab. Oh je. Alter, Junge. Also das ist scheinbar normal in Frankreich, dass Hühner noch ihre Köpfe haben. Das sieht wirklich sehr, 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 sehr mystisch aus. Alter. Da freut sich sogar in München und ist erstaunt. Können wir bitte die Dose heute Abend reinziehen nach dem Konzert? Sehr gern. Das sieht einfach nur unfassbar geil aus. Wir können uns gar nicht entscheiden, wo wir essen, weil hier jedes Restaurant geil aussieht. Feinste Muscheln und Schnecken und oh, herrlich. Erlesene Schnäpse, das Mädchen wäre hier im Himmel. Das ist, also ich bin auch im Himmel. Feinster Wein. Das ist wirklich einer der schönsten Orte, die ich in meinem Leben gesehen habe. Wirklich Wahnsinn. Also, das ist krasser als der Viktualienmarkt. Hier gibt es einfach alles. Einfach alles. Boah. Boah, ist das geil, wirklich. Das macht mich spitz. Yeah. It's less salty, and this one are more salty, so... It's going to be perfect. Yeah. Okay, perfect. Haben wir heute eigentlich schon mal angestoßen? Mahlzeit! Oh ja. Schön frisch. Und schmackhaft. Oh ja. Geil, Alter. Jetzt mal eine von diesen Muschelschnecken hier. Grüß euch, ihr seid auch deutsch. Ja, wie heißt das? Die Platte ist 50 Euro. Die Platte für 50 Euro, die würde ich auch. Ja, die ist sehr empfehlenswert, wirklich. Schmeckt auch geil. Die Schnecken schmecken geil. Oh ja. Herrlich. Isst man die im Ganzen? Was denn? Na, diese winzigen Garnelen? Keine Ahnung. Scheinbar ja. Interessant. Sehr interessant. Ist man die ganze, oder? Ja, nein, nicht den Kopf. Mit Schale, oder? Nächste Sorte. Geil. Ostmahlzeit. Die Vinaigrette muss man auch zu Auster, oder was? Passt, aber das Vinaigrette ist geil. Oh ja. Das war sehr, sehr schmackhaft auf jeden Fall. Also sehr, sehr empfehlenswert und gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber ich, Idiot, habe mir am Ende nochmal das Vinaigrette über den Oberschenkel gegossen, das brennt. Das ist der verdammte Lifestyle, wirklich. Jetzt wurde sich noch massiv so eine Art Döner mit Hummer gegönnt. Also, ja, ich hoffe, das ist die 18 Euro wert. Na. Ist schon interessant. Also für 18 Euro. Das schmeckt das schon ganz gut. Egal, wir gehen jetzt beide zusammen.
Ja, toll. Du kommst dann aber nicht mehr raus. Ja, ich muss da eh für die Rückfahrt noch ein neues kaufen. Ja, bis morgen. Der Mann kommt ja morgen erst zum Konzert. Deswegen, wir gehen jetzt zusammen zu zweit zum Konzert. Und wir werden definitiv beim Schwarzhorn erwischt, weil ich habe nur 1,90 bezahlt für die Karte. Und du sagst, die reicht bis zum Stadion? Ja, weil wir jung sind. Doch, guck mal, hier. Ist abgebucht worden, also ich habe auch eine gültige Fahrkarte. In diesem Stadion wird das Konzert stattfinden. Wir sind jetzt da, es ist vor 16 Uhr. Es sind schon wirklich sehr, sehr viele Fans am Start. Und wir wollen natürlich versuchen, so vor wie möglich zu kommen. Ich bin sehr gespannt. Das sieht schon mal sehr mächtig aus. Wir sind jetzt einfach schon drin. Das läuft irgendwie zu gut, das kann doch gar nicht sein. Wir haben es geschafft. Wir haben es echt geschafft. Ich weiß es einfach nicht. Warte mal! Ja, August, ich kann nicht so einfach davor kommen. Die Brühe geht zur Neige. Noch ungefähr 2,5 Stunden, da geht der Wahnsinn los. Das ist der 5. Reihe und ich werde mir gegen 19 Uhr das erste Mal einruinieren müssen. Ah. Thank you.
geisteskrank, wenn man mal drüber nachdenkt, was hier gerade passiert ist. So, jetzt heißt die Mission, den August zu finden, der hier irgendwo in der Menge ist. Ich habe ihn noch nie gesehen. Das war unfassbar krank. Ich sag später mehr dazu. Ich muss mich jetzt erstmal sammeln. Ich habe auch keine Stimme mehr, Alter. Das war so unfassbar krank geil. Du lebst immer noch. Ich dachte, du erleben durftest. Alter, bist du nass. Ja, also ich habe es ja schon in der Instagram-Story gerade erklärt, aber nochmal für die wunderbaren Leute gerade im Vlog. Ich hatte Badelatschen an und Alter, ich bin nach dem dritten Lied geflüchtet, 20 Reihen hinter so gefühlt und habe dann meinen wunderbaren, sehr, sehr lauten Platz gefunden hinter dem rechten Lautsprecherturm. Es war unfassbar laut und unfassbar geil, also war wirklich perfekt eigentlich. Jetzt ziehen wir uns hier... Ein 10 Kilometer nach Hauseweg rein, ist übrigens 0 Uhr. Ja, das grenzt schon an ein medizinisches Wunder, dass ich in meinem Leben noch nie auf die Fresse bekommen habe und dadurch tödlich verunglückte, aber dass ich das hier überlebt habe, das grenzt an einen eigenen Schöpfungsmythos. Das Geist ist krank, Junge, wir werden einfach T-Shirts verkauft. Alter. Alter, der Mann blieb die ganze Zeit vorne. Alter, schau da den Sarschen an dieser Stelle. Das ist einfach nur krank. 5 Euro. 5 Euro? 5 Euro. Das ist aber ein Deal, Alter. Pur, 5 Euro. Mein Akku ist da alle, meine Mischung aus Powerade und Bier auch leider. Und wir laufen jetzt schon seit über einer Stunde. Das kann man gar nicht in Worte fassen. Ja, das ist angeblich der Live-Standort von Till Lindemann, aber hier ist er nicht. Schön wär's. Das Einzige, was wir suchen, ist ein anderer verschwitzter Suffkopf. Ich meine, ich vermisse den Gastgeber wirklich sehr. Junge, das ist doch, da kommt man doch nicht mehr durch. Ich meine, Lyon, müsst ihr mal googeln, was das für eine Stadt ist. Und wenn man hier als Badelatschen tragender Tourist langläuft um diese Uhrzeit, dann ist man alles andere als sicher. Aber YOLO, Alter. Ich meine, ich stand in der gottverdammten vierten Reihe mit Badelatschen, da werde ich auch diesen Heimweg überleben. Ach, Junge. Komm! Wir sind jetzt. Ah. Junge, wir sind jetzt wieder im Hotel und der Gastgeber hat mir ein wunderbares Bier ausgegeben. Vielen Dank. Cherrybier, ne? Was hast du die ganze Zeit gemacht? Wir waren jetzt. Ich war nur im Hotel. Wir waren 10 Stunden weg. Das ist wirklich 10 Stunden. Es ist 2 Uhr morgens. Wir sind wirklich gelaufen. Das hat sich jetzt aber nicht wie 10 Stunden angefühlt. Wir sind wirklich gelaufen. Also, das glaubt uns zwar eh niemand, aber wir sind gelaufen. Nö, aber 10 Stunden. Ich war im Hotel, hab Filme geschaut, da habe ich viel telefoniert. Und. Uriniert. Und. Ich auch. Hier saß ich hier. Ach so, erzähl bitte nochmal den Fun Fact. Ja, erzähl du. Naja, also man hat halt, wenn man in der vierten, fünften Reihe ist, keine Toilette über Was das Konzert. Hast du denn gepisst? Ich nicht. Ja. Na, wo denn wohl? Einfach irgendwo hin. Soll ich dir was sagen, Max? Ich hoffe, die Leute neben mir die ganze Zeit das nicht gesessen haben und mich angerammelt haben, sehen genau diesen Vlog jetzt. Stimmt. Und hier habe ich meine Zeit verbracht heute. Die Hälfte meiner Zeit, glaube ich. Beim Rauchen. Ja. Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Wo gibt's jetzt hier einen Dönerladen? Ich hab geschaut, da überall steht 12 Uhr geschlossen. Wir gehen jetzt hier rein kurz, machen wir uns frisch. Dieses Geschäft hier soll eigentlich bis 3 Uhr aufhaben. Das steht auch hier an der Werbung und das ist auch bei Google Maps. Warum haben Sie nicht mehr geöffnet? Hä? Warum haben Sie nicht geöffnet? Ich werde gesetzlich gegen Sie vorgehen. Wir haben Hunger. Das ist Betrug. Statement. Ich frag den Mann mal, wo es noch was anderes zum Essen gibt. Yo, you speak English? Do you speak English? Ist ein Hund. Ich nehme alles zurück. Das war ein absoluter Ehrenmann. Der hat uns noch Unmengen von Huhn gemacht. Also wir haben es natürlich bezahlt, aber... Die also, Soßen nicht, die haben wir geschenkt bekommen. Das stimmt, das ist richtig. Und diese Unmengen von Pommes, Alter, dann noch Getränke. Also 34 Euro oder so haben wir jetzt hier gelohnt. Und Oh ja. Die habe ich spicy bestellt, bin ich gespannt. Heiß. Huhn.
Also Grüße gehen raus an den Mann, falls der das Video schaut. Junge, du verdammter Hund! Junge, diese massive Rattenplage, das ist richtig mystisch hier. Ich weiß nicht, wie groß die jetzt wirken auf dem Video, aber die sind wirklich fett und sehr rattig.